Weil er geht da ja anscheinend ein Stück runter, aber er geht ja nicht voll ins Wasser. Irgendwie hier so. Geht das? Ja. Sehr schön. Bevor ich da hinten weitergehe, möchte ich jetzt noch mal eben nach oben. Eben checken, können wir jetzt da rein? Nein. Dann sollen wir irgendwas anderes machen. Die Schleusen für oder so. Ich möchte eben wirklich nochmal nach oben und da oben gucken, ob da noch was ist. Ich habe das Gefühl, dass ich da oben irgendwas vergessen habe. Und das wäre echt ungeil. Es ist mittlerweile auch 1 Uhr. Ich sollte vielleicht mal ein Aufnahmepäuschen anlegen. OBS sagt mir jetzt mittlerweile, ich nehme 1 Stunde und 50 Minuten auf. Also von daher, mal sehen. Ich weiß jetzt auch nicht mal, wie lange das jetzt noch geht. Deswegen gucke ich mal, ob ich noch eine Pause einlege oder ob ich das jetzt einfach durchziehe. Weil es sind ja nicht mehr allzu viele übrig. Ist Travis übrig? Ethan? Und der Opa? Den Opa haben wir noch nicht umgehört. Also, ich habe schon wieder voll verpennt, wer da am Anfang gestorben ist. Gut. Da gab es nämlich noch einen Weg in den Wald hinein, den ich mir angucken wollte. Das war hier hoch, da hoch. Oder ob wir da auch wieder genau dahin kommen, wo wir gerade eben waren. Das kann nämlich auch sein, dass es einfach der gleiche Weg nur von der anderen Seite ist. Da steht auch noch ein Turm. Okay, es sieht wirklich so aus, als wäre es einfach nur ein anderer Weg. Ich verstehe immer nicht, was die Granate da oben sollte in dem einen Waldstück. Ach, geht's doch noch weiter. Gut. Dass ich das jetzt auch herausfinde. Musik erinnert mich ein bisschen an Interstellar. Sehr melodisch, sehr schön. Okay, hier ist auch wieder Ende im Gelände. Was hat es denn jetzt hier mit auf sich? Dein Friedhof. Licht da wirklich rein? Fußabdrücke, keine Blutspur, Opfer getötet, verwundet. Okay.
Das ist der nächste Mordfall auf jeden Fall. Komm ich hier runter? Ich bin jetzt echt so ein bisschen verunsichert, ob ich hier oben jetzt einfach weiter suchen soll. Oder ob ich echt da unten jetzt ans Wasser gehe. Und da auf der anderen Seite des sehe, ob ich auf die andere Seite des Flusses komme. Weil es wirkte für mich schon so, dass ich da vielleicht rumkomme. Vor allem, weil ich da auch dieses eine Schleusending zumachen konnte. Deswegen wirkt mir hier schon ziemlich gruselig. Was haben wir hier hinten noch? Steine. Ah, super. Hier geht's runter. Krähe. Was? Krähe? Was? Okay, da hinten liegt eine Krähe. Jetzt kann ich das hier auch untersuchen. Mörtel, Kelle, Mühlsteine, Arbeit, fallen gelassen, gebrochen, Schucke, vorne, gebrannter Steinschützer, Ölkanne, Wunderfleck, Öllampe. Öllampe. Ja, ist hier irgendwo? Eine Kirche? Kirche? Sieht so ein bisschen aus, ne? Hey, die Krähe muss doch hier irgendwo liegen. Das war doch hier sowas, oder nicht? Was ich so ein Beet? Gut, hier sind mehrere solcher Gräber. Hier vielleicht? Irgendwo? Krähe! Wo bist du? Vorne? Hier? Hallo? Da! Eine Krähe. Mit Blut an der Nase. Wird ja immer besser. Ich würde gerade echt gerne nochmal wieder zurück und sehen, ob ich auf der anderen Seite des Flusses komme. Das wirkt mir hier alles schon ein bisschen sehr gruselig. Ah, ein bisschen doof, ne? Gleich unten. Ja, ich laufe zurück. Ne, ich weiß ja auch nicht, wie jetzt. Ob das jetzt egal ist, in welcher Reihenfolge ich das mache. Da. Ich da oben hin ja auch schon früher hätte laufen können. Der Weg war ja jetzt die ganze Zeit frei. Und nur weil ich da halt hinten in den Wald gerannt bin und dann gesagt habe, oh. Geh da mal rein. Da in dieser Mine gelandet bin und den Mord der Mutter aufgedeckt habe. Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich sollte wirklich erst da hinten. Weiß nicht, da oben, das ist so. Du bist halt so oben über allem. Und es ist eine Kirche und es ist ein Gräber. Das wirkt irgendwie so final. Also ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber es fühlt sich sehr nach Ende an. Obwohl es komisch wäre, wenn man da oben hinkommt und dann erst irgendwie ein oder zwei Morde aufgedeckt hat und dann die anderen gar nicht mehr aufdeckt und schon das Ende hat. Da wäre es fast schon logischer, das da hinten zu haben, das Ende. Boah, ich weiß es nicht.
für mich wirkt es hier auf jeden Fall weniger final als da hinten. Ui, Wald, Wald, Wald. Muss auf jeden Fall da vorne ins Häuschen. Ich werde auch überlegen, vielleicht cutte ich das nochmal. Wenn ihr das hier hört, habe ich es wahrscheinlich nicht gecuttet. Vermutlich. So, das andere rausgecuttet. Drehen. So öffne ich es hier, ne? Jetzt aber schließen. Da ist ein Schloss drum. Das Spiel speichert wieder. Weil es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich das Ding schließen kann. Oder nicht? Ach, hier bin ich weiter. Ja gut, das weniger. Ja, warum komme ich hier hin, wenn ich nirgendwo hin weiter kann? Das ergibt keinen Sinn. Ich komme hier auch nicht ins Wasser rein. Ja, so ein Stück, aber auch nicht wirklich weit. Kann ich da vorne irgendwas zumachen oder so? Kann das? Also die Ohren sind alle gleich stehen geblieben. Oder kann ich da oben noch irgendwas machen? Ich habe das Gefühl, in diesem Spiel kann überall irgendwas sein oder überall nichts sein. So. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe, aber. Wieder nach unten. Das ist ein Stuhl. Der Stuhl war's. Ich weiß es genau. Für was auch immer. Es war der Stuhl. Das Wasser hat sich auf jeden Fall schon ein Stück beruhigt. Da kann ich jetzt hier rüber. Ja, wow, Idiot. Ja gut, ne? Habe ich es jetzt auch mal gecheckt. Die Musik setzt wieder ein. Dieses Spiel ist einfach schön. Einfach schön. Da wünscht man sich eigentlich schon 4K-Monitor zu haben. Das würde mein jetziger PC nicht packen. Leider. Mein Geldbeutel auch nicht. Also. Von daher. Ethan was close. I could feel her. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Ja, das wirkt sehr final hier. Hoppa, jo.